Ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung, für die Ehre, hier sprechen zu dürfen. Als ich mich auch für die Möglichkeit, parallel als Beobachterin die Münchner Sicherheitskonferenz beobachten zu dürfen und dann am Sonntag darüber berichten zu können bei der Petra Kelly Stiftung. Als ich mich gestern akkreditiert habe, standen da lauter uniformierte junge Männer am Tresen und ich fragte, ich bin da nicht so firm, was das für eine Uniform sei. Der junge Mann sagte, ja, das ist Luftwaffe und zum ersten Mal dürfen wir bei der Konferenz hier unsere Uniform zeigen, um zu demonstrieren, dass wir stolze Soldaten sind. War schon so ein Symbol, in welche Richtung es wohl gehen wird. Und bei so viel Symbolik habe ich mir dann erstmal einen schönen Spaziergang zum Münchner Friedensengel geleistet. Ja, das mir zugedachte Thema ist heute hier Kooperation oder Konfrontation mit Russland. Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Natürlich sind wir für Kooperation, also müssen wir uns mit der Konfrontation beschäftigen. Ich kann hier in der kurzen Zeit natürlich nur ein paar Schlaglichter zum Weiterdenken anbieten. Ich glaube, als erstes kommt es darauf an, die Geschichte der Konfrontation jenseits von Propaganda zu erzählen. Und da muss man etwas gegenhalten zu dem, was da gerade so läuft. Denn der völkerrechtswidrige Jugoslawienkrieg, die Expansion der NATO nach Osten, neue Raketensysteme, die Einmischung des Westens in die inneren Angelegenheiten Russlands und dessen traditionell Verbündeten, die Sanktionen, die Propaganda, all das hat zu einer neuen Ära der Konfrontation mit Russland geführt. Die NATO-Mitglieder behaupten natürlich das Gegenteil. Russlands aggressive Politik sei der Grund der Spannungen. Wer angesichts solcher Antagonismen kapituliert und meint, wir seien endgültig im Postfaktischen angekommen, verkennt wohl, dass genau diese Ratlosigkeit ein Herrschaftskonstrukt ist, mit dem man sich vor belastenden Tatsachen schützen will. Es soll nur noch die gefühlte Wahrheit ankommen. Aber allein im Pentagon arbeiten 27.000 PR-Spezialisten mit einem Jahresbudget von 5 Milliarden Dollar. Sie beeinflussen Agenturen mit gezielten Nachrichten, Fernsehspots und Rundfunkinterviews. Als Gegengewicht gegen russisches Fernsehen sendet seit dem 7. Februar der vom US-Kongress finanzierte russischsprachige Kanal Nastoyashche Vremya, Current Time. Die Deutungshoheit über die Meinung von Mehrheiten ist im digitalen Zeitalter die wichtigste Waffe geworden. Hier findet die eigentliche Aufrüstung statt, auch wenn die herkömmliche sich wahrlich nicht lumpen lässt. Gleichzeitig verteidigen sich derzeit viele Medien und Institutionen mit Faktenchecks, bei denen man auch genau hinsehen muss. Das ist mühsam, aber der einzige Weg. Desinformation widersprechen, neuer Desinformation besser widersprechen. Fangen wir gleich beim diesjährigen Report der Münchner Sicherheitskonferenz an. Unter Berufung auf zahlreiche Menschenrechtsorganisationen wird dort auf Seite 31 behauptet, 80% der russischen Luftangriffe auf Syrien galten nicht dem IS, sondern zielten ganz harmlos auf Rebellen und Zivilisten. Und die Bild-Zeitung hat dazu sekundiert, damit ist das russische Märchen des Kampfes gegen den Terror in Syrien endgültig bloßgestellt. Die öffentliche Eröffnungsveranstaltung gestern im Bayerischen Hof wurde moderiert von Julian Reichelt, Chef von Bild.de, der diese Meinung vertritt und so ungefähr lief die Debatte dann da gestern auch. Also endgültig bloßgestellt ist Russland und immer wenn wieder das Ende einer Geschichte verordnet wird, muss man misstrauisch werden und die Geschichte von vorn erzählen. Denn hier liegt ein klassisches Beispiel vor, wie man mit Zahlen, die vielleicht sogar stimmen, durch Fehlinterpretation manipulieren kann. Russland und Syrien haben nie behauptet, nur den IS zu bekämpfen, sondern alle islamistischen Terroristen, die gewaltsam die Regierung stürzen wollen. Einer der Hauptgegner ist daher die Al-Qaida-zugehörige Al-Nusra-Front,
die sich im letzten Sommer aus taktischen Gründen in Eroberungsfront der Levante umbenannt hat, um nicht mehr als Terroristen wahrgenommen zu werden. Ihr Ziel ist aber unverändert ein islamisches Kalifat, in dem alles Säkulare beseitigt und die alawitische und christliche Minderheit vertrieben wird. Diese vom Westen jetzt verharmlosend zu den Rebellen gezählten Kämpfer haben nach Erkenntnissen der Geheimdienste auch das Nervengas Sarin im syrischen Ghouta und später nahe Aleppo eingesetzt, um den Verdacht auf Assad zu lenken. Der UN-Sicherheitsrat hat sie als Terrororganisation eingestuft. Diese sogenannte Eroberungsfront und die mit ihnen verbündeten Gruppen machen nach Angaben von Experten, auf die sich die Korrespondentin Karin Leukefeld beruft, die Hälfte der Anti-Assad-Kämpfer aus. Zählt man also die Luftangriffe auf sie zu denen auf den IS, sind wir statt 20% der russischen Bomben, die sich gegen Terroristen richten, schon bei 70%. Das ist ja doch ein gewisser Unterschied und so viel also präzisierend zum Report der Sicherheitskonferenz. Bleibt immer noch die sehr schwierige Frage, warum die Russen im Verbund mit der syrischen Armee angeblich so gern Zivilisten bombardieren. Das war auch auf der Sicherheitskonferenz oder ist eins der zentralen Themen, die humanitäre Katastrophe, die in Aleppo angerichtet ist, und das wurde ja auch schon angesprochen. Dabei muss man sich bewusst machen, dass die Offensive auf Aleppo sich in nichts von dem unterscheidet, was die US-Koalition im irakischen Mosul im Moment unternimmt. Wenn diese US-Koalition Tag und Nacht mit Langstreckenraketen Wohngebiete in Mosul angreift, auch gezielt die Universität zerstört, Krankenhäuser, ja die gesamte zivile Infrastruktur, dann heißt es, das waren alles Orte, die die Terroristen als Basis benutzt hätten. Bei den russischen Bombardements in Syrien dagegen wird verlangt, ganz sauber zwischen Zivilisten und Terroristen zu unterscheiden. Da aber Terroristen nun mal keine Armeen befehligen, die in ordentlichen Kompanien kämpfen und sich anschließend ordentlich in Kasernen zurückziehen und ein gutes Ziel abgeben, wird das nie und nirgends möglich sein. Und diese Einsicht müsste doch vielleicht alle Seiten zu der Frage bewegen, ob die Bombardiererei im Kampf gegen islamischen Terrorismus überhaupt etwas ausrichten kann. Außer unermesslichem Leid. Eine andere Sprache als Gewalt verstehen Terroristen nicht, heißt es unversuchterweise. Welch verstörender Gedanke. Terrorismus, dieser auf teuflische Weise politisch erzeugte Homunculus, kann womöglich nur politisch gebändigt werden, indem man nämlich mit diesen selbst erzeugten, vermeintlichen Ungeheuern redet. Terrorismus ist ein Schrei, der gehört werden will. Am 11. September 2013 veröffentlichte die New York Times einen offenen Brief Putins an das amerikanische Volk. Gewalt hat sich als unwirksam und sinnlos erwiesen, hieß es darin. Es war ein geradezu flehender Appell, zum Weg zivilisierter politischer Vereinbarungen zurückzukommen, das Völkerrecht einzuhalten und militärische Interventionen wegen innerer Konflikte in anderen Ländern zu unterlassen. Doch das Morden der von den USA, Saudi-Arabien und anderen mitfinanzierten islamistischen Terroristen ging weiter. Von mindestens 400.000 Toten in den Jahren vor dem russischen Eingreifen in Syrien geht der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura aus. 400.000. Aktivisten zufolge, schrieb die Zeit, soll Russland mit seiner Offensive dann für 10.000 Tote verantwortlich sein. Ist das ein zu rechtfertigender Preis für die Befreiung von Aleppo und die jedenfalls vorläufige Eindämmung der Gewalt in Syrien? Darf man so überhaupt fragen? Ich weiß es nicht. Bringt das nicht alle Überzeugungen auch der Friedensbewegung durcheinander?
wonach Krieg niemals Mittel der Politik sein darf? Oder war das legale Hilfe für die Verteidigung der Regierung ein Befreiungskrieg, um den Zerfall Syriens zu einem weiteren Failed State zu vermeiden? Zwar dominiert von strategischen Interessen Russlands, aber vielleicht doch ein Beginn für einen langwierigen Prozess der Befriedung, der der NATO noch nirgends gelungen ist? Wird das Schicksal des Nahen Osten jetzt vom fernen Trump-Kurs abhängen? Gewissheiten sind rar geworden. Aber frühere Gewissheiten waren auch nicht besser. Aber die eigenen Zweifel sollen offen debattiert werden, denn hinter vorgehaltener Hand braut sich nur Unheil zusammen. Ein zentrales Thema bei der Sicherheitskonferenz ist in diesem Jahr auch der Cyberwar. Die Hackergeschichten, die natürlich Russland in die Hand oder untergeschoben werden, als ob sie schon bewiesen sind, was aber nicht wirklich der Fall ist. Und dieser unbewiesene Vorwurf, Trump sei mithilfe russischer Hacker an die Macht gekommen, bleibt in jedem Fall fatal. Denn falls dieser Präsident je die Absicht hatte, das Verhältnis zu Russland zu entspannen, wird er sich das nun gut überlegen müssen. Denn jeder Versuch in diese Richtung wird als Beweis gewertet werden, wie abhängig er jetzt von dieser Gunst ist. Dabei lohnt es sich zu erinnern, woran genau die Wahlbeeinflussung bestanden haben soll. Es ging bei diesen unbekannten Hackern weder um Fake News noch um die wirklich widerwärtigen, egal ob echten oder gefälschten Sexvideos, für die das prüde Amerika so anfällig ist. Es ging um Mails der Demokraten zu ihrer Taktik im Wahlkampf, speziell zur Abdrängung von Bernie Sanders. Wahlfälschung durch Veröffentlichung der Wahrheit? Weil es nur auf einer Seite geschehen ist? Vielleicht. Doch wann sind Hacker eigentlich Whistleblower, die öffentlich machen, was Wähler wissen sollten? Trump hat getwittert, FBI und NSA geben wie Hacker illegale Informationen an die Presse. Also unsere Maßstäbe sind schon ziemlich durcheinander und es ist nicht ganz einfach, sich da eine Meinung zu bilden. Das nicht zufällig kurze Gedächtnis der Medien hat übrigens längst einen Versuch von Wahlfälschung Amerikas in Russland in Vergessenheit geraten lassen, als nämlich 1996 ein amerikanisches Wahlkämpferteam in Moskau den Wahlkampf von Boris Jelzin übernahm. Das war zu einem Zeitpunkt, als seine Popularität auf 5% abgesunken war. Und die Amerikaner alle Interessen daran hatten, diesen Mann, der dabei war, die Wirtschaft zu ruinieren und die Oligarchen zu stärken und eigene Geschäfte zu begünstigen, an der Macht zu halten. Dem Team, die dann in Moskau im Hotel Präsident einzogen, gehörte Bill Clintons Wahlhelfer Richard Dresner an. Die ganze Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen. Wir sind unter Zeitdruck. Wen es interessiert, auf meiner Website gibt es einen Artikel zur Geschichte von Wahlfälschungen mit allen Details dazu. Nachdem Boris Jelzin gesiegt hatte, schrieb das US-Magazin Time im Juli 1996 detailgenau, wie das geglückt ist. Verdeckte Manipulation führt zum Erfolg, hieß es dort. Jelzin machte weiter. In seinen Jahren halbierte sich das russische Nationaleinkommen, bis Russland 1998 zahlungsunfähig war. Die Grundprinzipien der europäischen Friedensarchitektur sind eben nicht erst durch die Annexion der Krim infrage gestellt worden, wie unser alter Außenminister und neuer Bundespräsident beklagte, sondern mit solchen Einmischungen und spätestens 1999 durch die NATO. Auch damals ging es um Separatisten, kroatische, slowenische, vom Westen unterstützt, auch um russischen Einfluss zu schwächen. 4 Jahre nach dem Gemetzel in Srebrenica, als die Konflikte längst weitgehend unter Kontrolle waren, hat der Westen mit aktiver deutscher Beteiligung unter dem fadenscheinigen Vorwand, einen Völkermord verhindern zu wollen, einen sinnlosen, zerstörerischen Angriffskrieg gegen Restjugoslawien geführt. Wochenlang wurde eine europäische Hauptstadt bombardiert.
Da spielten das Völkerrecht und territoriale Unversehrtheit keine Rolle. Da wurden vom Verbündeten Russlands Gebiete abgetrennt, neue Grenzen gezogen und im Kosovo ungefragt die größte ausländische Militärbasis der US-Armee errichtet. Zentrales Thema bei der Sicherheitskonferenz natürlich der Ukraine-Konflikt. Und auch hier muss man sagen, die interessengeleitete Demagogie des Westens in diesem Konflikt war, der Ukraine weiszumachen, ein Assoziationsabkommen mit dem traditionell verbündeten Russland sei eine Entscheidung gegen Europa und gegen Demokratie und müsse daher bekämpft werden. Als ob die kulturell gespaltene Ukraine nicht friedliche Beziehungen zu beiden Seiten hätte haben können. Durch den vom Westen beförderten Machtwechsel in Kiew war plötzlich der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte gefährdet, den Zarin Katharina 1783 in Sewastopol begründete. Seine Rückeroberung von der deutschen Wehrmacht 1944 durch die Rote Armee hat einen hohen Stellenwert im russischen Geschichtsbewusstsein. Wenn nicht billigen, so könnte man doch bedenken, warum die von den Bewohnern der Krim gewollte Abtrennung als Akt verteidigungspolitischer Notwehr gesehen wird. Nötig, bevor man durch weitere Landnahme der NATO nicht mehr handlungsfähig ist. Von Sewastopol bis Moskau sind es nur 1270 Kilometer, was eine Tomahawk-Rakete mühelos erreicht, auch mit atomarem Gefechtskopf. Die russischen Streitkräfte auf der Krim haben die ihnen im Vertrag mit der Ukraine zugebilligte Obergrenze von 25.000 Mann übrigens nie überschritten. Es gab keinen Grund, da auf der Krim kein Schuss und kein Tropfen Blut gefallen ist. Die Frage, ob im Völkerrecht das Selbstbestimmungsrecht der Völker oder die Unverletzlichkeit der territorialen Souveränität Vorrang hat, ist offen. Die Rückkehr zu kaum lebensfähiger nationalistischer Kleinstaaterei wie im einstigen Jugoslawien ist sicher ein Anachronismus in der globalisierten Welt. Wenn aber durch Kriege und koloniale Arroganz willkürlich gezogene Grenzen auch nach Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten bei der Bevölkerung keine Akzeptanz finden, dann wären verbindliche internationale Spielregeln für Autonomie bis zu mehrheitlich gewollter Separation womöglich hilfreich, um Blutvergießen zu vermeiden. Dann hätte man jetzt zum Beispiel ein Druckmittel gegen die Regierung in Kiew, den im Minsker Abkommen vor 2 Jahren mit sofortiger Wirkung vorgesehenen Sonderstatus im Donbass mit Verfassungsänderung auch durchzusetzen. Wie kommen wir also zu einer gemeinsamen Friedenspolitik? Der Stein der Weisen ist nicht in meinem Besitz. Über diese Fragen aller Fragen müssen wir schon gemeinsam nachdenken. Der Frieden betrifft uns so existenziell, dass wir ihn nicht den Politikern und Rüstungslobbyisten überlassen können. Auch nicht den Teilnehmern der Münchner Sicherheitskonferenz. Auch uns nicht, aber die Gefahr besteht ja wohl kaum. Die Mächtigen müssen von der Militärlogik zu ziviler Logik zurückfinden. Wer würde da widersprechen? Denkt man. Wenn eine Idee mit einem Interesse zusammenstößt, ist es allemal die Idee, welche sich blamiert. So die zeitlose Einsicht von Friedrich Engels. Der Gewinn des internationalen Waffenhandels beträgt so viel wie das Einkommen der Hälfte der Weltbevölkerung. Zumindest diese Hälfte ist ziemlich sicher dagegen, aber welchen Einfluss hat sie? Krieg wird sein, solange auch nur ein Mensch am Krieg verdient, prophezeite Bertolt Brecht. Denkbar aber ist eine Ordnung zu schaffen, in der Frieden das bessere Geschäft ist. Schwerter zu Pflugscharen, Gemeinwohl vor Eigennutz. Die Realität könnte davon weiter nicht entfernt sein. Die Ausgaben aller NATO-Staaten für Verteidigung betragen über 1 Billion Dollar im Jahr.
Es ist keine Rede mehr davon, Fluchtursachen zu beseitigen, etwa mit diesem Geld oder ein Teil davon wenigstens, sondern ich habe das auch heute Nachmittag wieder gehört auf der Konferenz, es geht alles um Abschottung und Abwehr und Abschottung. Also 1 Billion für Verteidigung. Seit Existenz der NATO ist aber kein Verteidigungsfall eingetreten. Den Kampf gegen die Schwerstkriminalität terroristischer Anschläge zum Krieg zu erklären und so jahrelang vor allem Unschuldige zu töten, ist selbst kriminell. Es gibt keinen einzigen Fall, in dem das gewaltsame Eingreifen dieses US-dominierten größten Militärbündnisses der Welt nicht vielfach mehr Menschenleben gekostet hat, als zu schützen vorgegeben wurde. Kein einziger Fall, in dem alle in der UN-Charta geforderten Voraussetzungen erfüllt gewesen wären. Keine bewaffnete humanitäre Intervention hat Humanismus gebracht. Die angeblich friedenserzwingenden Maßnahmen haben nur Hass und Fundamentalismus erzwungen. Das ist das Gegenteil von Sicherheit. Das rückt ganze Teile Europas in nationalistische Abwehr. Es ist höchste Zeit, über andere Ansätze nachzudenken. Alle sind schuldig, vor allem wir Politiker, bekannte Putin vor nunmehr 15 Jahren in seiner heute verdrängten Rede vor dem Bundestag. Wir hätten es noch nicht gelernt, uns von den Stereotypen des Kalten Krieges zu befreien. So viel selbstkritisches Entgegenkommen hört man von westlichen Politikern selten. Ohne eine moderne europäische Sicherheitsarchitektur lasse sich kein Vertrauensklima schaffen, so Putin. Doch von einem Bündnis unter Einbeziehung Russlands wollte die NATO nichts wissen. Sie setzte auf verharmlosend Abschreckung genannte existenzielle Bedrohung. Bis zu Bundeswehreinsätzen in Ex-Sowjetrepubliken, in denen einst die Wehrmacht wütete. Wandel durch Annäherung hat zu Entspannung geführt, nicht Wandel durch Abschreckung. Aber die Worte Annäherung und Entspannung habe ich auf dem Forum noch nicht gehört. Abschreckung von Abschreckung war viel die Rede heute. Russland ist kein Gegensatz zu Europa, sondern sein Bestandteil. Bis zum Ural auch geografisch. Seine Kunst hat die europäische tief beeinflusst. Dostojewski, Tolstoi, Bulgakov, Eisenstein, Tschaikowski, Schostakowitsch, Chagall, Elisitsky und ungezählte andere bis heute. Europa verstümmelt sich mit der Absonderung von Russland, kulturell, ökonomisch, touristisch, menschlich. Gerade angesichts einer sogenannten Sicherheitskonferenz ist über andere Ansätze nachzudenken. Der von den Nazis umgebrachte Theologe Dietrich Bonhoeffer dachte wahrlich christlich-abendländisch. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit, sagte er. Denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis und lässt sich nie und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Ende des Zitats. Friede ist vielmehr der feste Wille, miteinander auszukommen, weil die übergroße Mehrheit der Menschen im Krieg nichts zu gewinnen hat, aber alles zu verlieren. Das Wagnis liegt in der Bereitschaft, sich gegenseitig zu vertrauen, indem man die Interessen des anderen respektiert, also gleichberechtigt zusammenarbeitet, sich beim Ringen um Einfluss nicht übervorteilt, wozu auch die Fähigkeit gehört, sich selbst als belastet anzusehen und Kritik an der Gegenseite ohne einseitige Schuldzuweisungen vorzubringen. Krieg ist die exzessivste Form von Terrorismus. Er ist seit 1929 für alle Zeiten völkerrechtlich geächtet. Die wichtigsten Unterzeichnerstaaten haben sich nicht daran gehalten. Demokratie heißt auch,
selber schuld sein. Wenn wir uns angesichts all der Kriege, all der vermeintlichen Schutzverantwortung, die nur die Interessen der Macht schützt, nicht schuldig fühlen, fühlen wir uns auch nicht als Teilhaber einer Demokratie. Obwohl wir Aktivbürger die Verfehlungen, die mit unserem Geld in unserem Bündnis gemacht werden, so gut wie nicht verhindern können, sind wir doch zuständig dafür. Und deshalb sind wir wohl heute hier. Es gibt kaum eine gesellschaftliche Debatte darüber. Die herrschenden Eliten nennen uns gern Steuerzahler. Wir sollen ihre Pläne finanzieren und ansonsten nicht weiter stören. Als aktive Bürger sind wir nicht gefragt. Der schon zitierte Brecht hat die Obrigkeit beim Wort genommen. Man hat gesagt, die Freiheit entsteht dadurch, dass man sie sich nimmt. Nehmen wir uns die Freiheit, für den Frieden zu arbeiten. Dankeschön.